Wir befinden uns hier jetzt im Gebäude der sogenannten Vera, eine der größten Forschungsanlagen der Universität Wien. Was genau passiert jetzt hier? Wir sind jetzt ganz am Anfang des Beschleunigers, wo die Messung anfängt. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, aber ich habe da einen kleinen Alu-Probenhalter und der Kohlenstoff aus dem menschlichen Fett ist jetzt dieser schwarze Punkt da vorne in der Mitte. Der muss chemisch extrahiert werden in Form von reinem Graphit und wird dann in diesen Probenhalter gepresst. 40 solche Proben werden dann in ein Probenrad hineinmontiert, also in ein Magazin, wo wir 40 Proben auf einmal messen können. Und die Proben kommen dann in die sogenannte Ionenquelle. In der Ionenquelle wird der Graphit in einzelne Atome zerstäubt und die Atome werden dann durch den gesamten Beschleuniger auf sehr hohe Geschwindigkeiten beschleunigt, nach der Masse sortiert und gezählt. Und so kann ich herausfinden, wie viele C14-Atome vorhanden sind in dieser kleinen Probe. Ja, die Messung fängt hier an. Die Proben werden eingebaut in die Ionenquelle. Die einzelne Probe wird jeweils circa 5 Minuten mit einem Cäsiumstrahl beschossen. Da wird der Kohlenstoff in einzelne Atome zerstäubt und diese Atome werden dann elektrisch geladen und durch den Beschleuniger durchbeschleunigt. Das ist die gleiche Technologie wie bei einem Massenspektrometer, wie es in der Analytik schon in vielen Labors vorhanden ist, nur in viel größerem Maßstab. Wir haben hier ein erstes Massenspektrometer, das aus einer elektrischen und einer magnetischen Ablenkung besteht. Das ist im Prinzip Standardtechnik der Massenspektrometrie, nur eben wesentlich größer. Ja, der Strahl fliegt hier in diesen Stahlrohren, da drinnen befindet sich Vakuum. Die Teilchen müssen eben die gesamte Länge des Beschleunigers zurücklegen können, ohne mit Gasatomen zusammenzustoßen. Und daher kommt auch eigentlich jetzt der Lärm, den Sie im Hintergrund hören. Das sind die Pumpen, die dauernd das Vakuum wieder erneuern und gut auf gutem Niveau halten. Die Ionenquelle muss beim Betrieb auf 70.000 Volt liegen. Deswegen gibt es da auch ein Gitter rundherum. Und wenn ich jetzt die Mitarbeiter bitten darf, herauszugehen, dass ich die Tür schließen kann, sonst können wir die Hochspannung nicht einschalten. Danke. Gut. Und wir stehen jetzt vorm Herzstück der Anlage. In diesem großen Tank drinnen ist der eigentliche Beschleuniger. Das ist jetzt der Unterschied zur normalen Massenspektrometrie. Wir beschleunigen hier die Teilchen auf sehr hohe Geschwindigkeiten und können dann dadurch eine viel bessere Sortierung erreichen. Die Teilchen haben dann da hinten ja ein paar Prozent der Lichtgeschwindigkeit, 5% je nach Teilchensorte. Also nicht so schnell wie beim CERN, beim Beschleuniger. Dort erreicht man 99,99999%. Aber wir haben eben eine ganz andere Anwendung und 5% der Lichtgeschwindigkeit sind trotzdem schon sehr schnell. Wir haben dann ein zweites Massenspektrometer und weil die Geschwindigkeit der Teilchen jetzt viel höher ist, müssen auch die Komponenten entsprechend größer sein. Aber im Prinzip ist es das gleiche wie in einem Analyselabor. Wir haben also ein Massenspektrometer, die Beschleunigung, ein zweites Massenspektrometer und ganz hinten einen Detektor, um dann die einzelnen Teilchen zu zählen. Und da kommen ca. 100 C14 pro Sekunde an. Die werden vom Computer gezählt und man kann so den C14-Gehalt in der Probe messen. Wir messen meistens vollautomatisch. Also nachdem einmal alles eingestellt ist, wird alle 5 Minuten auf die nächste Probe gegangen. Jede Probe wird insgesamt 8-mal gemessen, also das Rad dreht sich 8-mal
und wir bekommen so in der Gegend von einer halben Stunde bis einer Stunde Messzeit und können so das Alter von einer archäologischen Probe auf 100 Jahre genau bestimmen. Das Alter von einer modernen Probe, wo man das Bomben-C14 verwendet, im Prinzip auf wenige Monate genau. Die Schwierigkeiten liegen dann immer in der Interpretation. Wenn eine Person zum Beispiel nur Dosennahrung essen würde, würde sie älter ausschauen von der Nahrung her und der Körper würde auch weniger C14 enthalten, eben weil wir können nur datieren. Im Endeffekt datieren wir das Alter der Nahrung, aus der sich das Gewebe gebildet hat. Und wenn das 5 Jahre alt wäre, bekommen wir dadurch auch wieder eine gewisse Unsicherheit. Aber im Prinzip geht es auf weniger wie ein Jahr genau. Ja, und diese Maschine, läuft die jetzt ständig oder schaltet man die dann ein, um bestimmte Messungen vorzunehmen? Also eigentlich läuft die Maschine im Augenblick ständig, also 365 mal 24 Stunden. Es gibt ein bis zwei Wochen im Jahr wegen Wartungen und Reparaturen Stillstand. Aber dadurch, dass die Maschine vollautomatisch messen kann und Proben zählen, läuft sie auch sehr gerne in der Nacht. Wir versuchen immer, dass wir untertags die Einstellungen für die neuen Messen machen, Proben wechseln, Daten sichten, ob die Messungen gut sind und dann läuft die Messung. Wir machen auch sehr viel Ausbildung für Studenten, Neuentwicklung von neuen Verfahren und das passiert in den gewöhnlichen Arbeitsstunden. Die Messungen selber, wenn C14-Atome zum Beispiel gezählt werden, sind meistens in der Nacht und am Wochenende. Man könnte die Anlage auch gar nicht über Nacht ausschalten, weil die ganze Elektronik, die Sie hier sehen, braucht mehrere Stunden, um wieder stabil zu laufen, wenn man sie einschaltet. Da gibt es Temperatureffekte und wenn man wirklich sehr präzise und genau messen will, kann man die Anlage über Nacht gar nicht ausschalten. Sonst müsste man den ganzen Tag warten, bis sie wieder vernünftig misst. Und wie viele Mitarbeiter gibt es jetzt hier an der Universität, die sich tagtäglich mit dieser Maschine auch beschäftigen? Es sind drei oder vier fix angestellte Wissenschaftler und es gibt noch fünf Leute in der mechanischen Werkstatt und im Chemielabor, die auch fix angestellt sind. Man braucht das eigentlich, zumindest wenn man die Anlage auch weiterentwickeln will und ständig verbessern. Was wir über die 17 Jahre, seit es jetzt die Anlage gibt, eigentlich auch immer gemacht haben. Also sie ist schon wesentlich größer wie zu der Zeit, wo ich hier zu arbeiten begonnen habe. Wenn ich jetzt an einer unbekannten Probe messe, wie viel C14 drinnen ist, muss ich nur noch nachschauen, welchem Jahr das entspricht. Und interessanterweise ist das Gewebe im Körper nicht gleich alt.